Beispiele, habe zwei Beispiele gegeben, und zwar eine Frau ist bedeckt von oben bis unten. Und die betet und die redet über Islam, aber die macht Zina. Die macht Unzucht. Die geht fremd. Heißt das, Hijab ist falsch und Niqab ist falsch und Gebet ist falsch? Nein, die Person ist falsch. Die Frau macht Fehler. Ein Mann hat langen Bart, betet in der Moschee, macht viel, aber auf der anderen Seite klaut oder lügt. Heißt das, Bart ist Grund? Nein. Deshalb, man verbindet nicht zwei Themen miteinander, die nicht zu verbinden sind. Wenn eine Person schlecht ist, dann ist die Person schlecht. Das heißt nicht aber der Islam.